Was war Ihr Eindruck von der Obama-Rede? Ein guter Eindruck. Es war keine Jubelrede, wie so manche Medien uns das vorher weismachen wollten. Eine sehr verantwortungsvolle, ernsthafte Rede zu den Problemen der Welt. Er hat ja nicht bloß zu den Berlinern hier gesprochen, sondern zu denen. Weltweit ist ja eine außenpolitische Fahrt, die er hier unternimmt. Und insofern gar nicht so eine Jubelstimmung, die man auch erwarten konnte. Vielleicht manche Leute erwartet haben, aber ich habe die Leute beobachtet, die sehr ernsthaft zugehört haben. Das ist schon was. Und so viele. Ich hätte mich verschätzt. Dann ja. Denken Sie, dass viele Leute, die Rede gehört haben, heute ihre Meinung bezüglich Obama ändern werden? Nein, das glaube ich nicht. Also wer hierher gekommen ist, der weiß doch, was ihn erwartet. Und bestenfalls verfestigt sich seine Meinung oder er ist enttäuscht auf gewisse Weise. Das glaube ich aber kaum. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass die Leute enttäuscht waren. Nein, es ist eine Rede. Ich bin sowieso jemand, der sich persönlich mit jemand gern mal ihn sich anschaut. Aber ich lasse mich nicht von einer oder zwei Reden irgendwie beeindrucken. Ich glaube, viele Leute nicht. Natürlich ist es auch ein Event. Ja. Und so war es ein guter Event, weil es friedlich war. Es war inhaltlich und es war verantwortungsbewusst. Obama hat in seiner Rede ja Deutschland dazu aufgefordert, in Afghanistan mehr Verantwortung zu übernehmen. Wie denken Sie, wird dies in Deutschland aufgenommen? Naja, das wird vielen Leuten nicht gefallen. Also es gibt ja viele in Deutschland, die aus Afghanistan mit unseren Soldaten unbedingt raus wollen. Ich gehöre nicht unbedingt zu denen, sondern was sich da abspielt, vorher abgespielt hat, ist den internationalen Einsatz schon wert. Und nur mit Suppe verteilen in Afghanistan wird man da keinen Frieden schaffen. Und wenn man sich die Rolle der Frauen nochmal versetzt, die keine Ausbildung bekommen dürfen und, wieder die Taliban das alte Regime errichten wollen, dann bin ich dann doch schon auf der Seite derer, die versuchen jedenfalls, da sowas wie einigermaßen demokratische Verhältnisse herzustellen. Denken Sie, dass, wenn McCain eine Rede in Berlin halten würde, ähnliche Menschenmassen hinströmen würden oder sieht das bei Ihnen in seinem Fall anders aus? Nein, also wenn McCain käme, kämen sicher auch ein paar Leute, aber nicht so viele. Vor allem nicht so viele junge Leute. Es war ja auch ein bunter Querschnitt durch die Bevölkerung hier. Gute Stimmung, das ist wichtig für eine Rede. Und ich hoffe, dass Obama den Eindruck nach Amerika mitnimmt, dass wir mal gute Partner waren. Und die Bush-Administration da sehr störend gewirkt hat, um das vornehm auszudrücken. Und dass sich das wieder verbessert. Denn die Deutschen und Amerikaner waren immer gute Freunde. Und das, was manchen Linken so unterstellt wurde, dass sie Anti-Amerikaner waren, das stimmte nie. Sondern wir waren gegen Bush, wir waren gegen diesen verlogenen Irakkrieg. Und viele, viele Dinge, die Herr Bush gemacht hat. Und ich zähle fast jeden Tag, dass endlich seine Zeit zu Ende ist.